Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video von Handcrafts by Maily. Heute ist der 24. Dezember und ich dürfte heute mein letztes Türchen vom diesjährigen Adventskalender aufmachen. Und somit weiß ich, also ich kenne den ganzen Inhalt vom Adventskalender, was ich mir dieses Jahr zugelegt habe. Ich habe den Adventskalender XXL von Kreativbund für mich ausgesucht. Was soll ich sagen? Ich sag erstmal gar nichts. Ich zeige euch einfach mal alle Türchen einzeln, was so bei mir drinnen steckte. Und am Ende fasse ich das mehr oder weniger zusammen. Ich möchte nur sagen, so grundsätzlich, also ich muss sagen, irgendwie am Anfang des Adventskalenders habe ich Spaß gehabt, aber irgendwie mit jedem weiteren Türchen ist ihm irgendwie dieser Spaß, meine Freude verschwunden. Und daher muss ich mal ganz ehrlich sagen, also für mich persönlich muss ich mir ganz gut Gedanken fürs nächste Jahr machen, also wenn es soweit ist, ob ich mir wieder dieses Adventskalender überhaupt zulege. Also nur das sage ich mal ganz kurz am Anfang und ich fange einfach mal am besten mit den einzelnen Türchen an. Nur ganz kurz noch einmal, wie gesagt, heute ist der 24., also Heiligabend. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß an dem heutigen Fest mit euren Familien und auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß für die nächsten, also für morgen und übermorgen, für die Weihnachtstage. Genießt die Zeit mit den Familien, bleibt gesund und feiert ordentlich. So, das erste Türchen vom Adventskalender bei Kreativbund. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, aber ich bin leider immer noch nicht komplett gesund und daher musste ich kurz mal zur Seite husten. So, die Adventskalender von Kreativbund gibt es in unterschiedlichen Größen. Soweit ich weiß, einmal in klein, mittel und XXL. Wie gesagt, ich habe mir den XXL-Kalender zugelegt. Also mehr oder weniger unterscheiden sich die drei in deren Inhalt und in deren Preisen, was eigentlich auch verständlich ist. Aber das erste Türchen bei allen drei Kalendern ist immer gleich und drinnen befindet sich etwas personalisiert. In dem Sinne, so dass es also zum Beispiel im Vorjahr sozusagen hatte ich einen Lineal. Moment, den möchte ich noch einmal ganz kurz zeigen. Hole ich den kurz mal zu mir, wenn ich natürlich den schnell finde. Also ja, hier ist denn der. So. Ich habe mir diese einen, also ich hatte hier meinen Vollnamen ausschreiben lassen im ersten Jahr und das war ein Linear. Und dieses Jahr gibt es Stiftehalter, würde ich mal sagen, auch aus Holz und in dem Sinne personalisiert, so dass man seine Initialen oder seinen Namen oder ja irgendwas hier selbst aufschreiben lassen dürfte. Und in meinem Fall habe ich mich dieses Jahr für mein Logo sozusagen, also für meinen Channel-Name entschieden, aufschreiben zu lassen. Und hier, so wie ihr sehen könnt, steht Handcrafts by Maily. So, also das war der Inhalt von meiner ersten Türchen. Müsste auch bei euch allen auch das der Fall sein. Wenn nicht, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Würde ich gern wissen, ob es bei einem anderen von euch, der auch den Adventskalender von Kreativbund geholt hat, ob es nicht vielleicht was anderes drin gegeben hat. Also Tür Nummer 2. Habe ich Glossy Accents bekommen. Ich verwende die schon und ich kenne dieses Produkt. Der ist wirklich sehr, sehr praktisch und ein sehr guter Kleber. Was man damit
klebt, ist es auf jeden Fall, steht auf jeden Fall bombenfest, und damit kann man zum Beispiel auf gestempelte Motiven, die dann zum Beispiel Brillen haben, da, mit denen kann man so dieses Glaseffekt in den Brillen verleihen. Und muss ich sagen, also eine praktische Sache auf jeden Fall. Das war meine Tür Nummer 2. Meine Tür Nummer 3, also auf meine Tür Nummer 3 habe ich mich noch ganz, ganz viel gefreut, weil auf meinem Kreativbund-Fragebogen habe ich das auf jeden Fall auch aufgeschrieben gehabt, dass ich ein großer CC Designs Fan bin. Und dieses Einstempelset habe ich noch nicht, deswegen ist er auf jeden Fall ganz, ganz willkommen in meiner Kollektion sozusagen. Wird auch hoffentlich bald auch verwendet. Dann zeige ich euch, was ich genau damit gemacht habe. So, gehen wir weiter zu meiner Tür Nummer 4. In meine Tür Nummer 4 habe ich ein Stencil bekommen von MFT in diesen Herzen. Übrigens, den habe ich leider schon. Deswegen war ich ein wenig enttäuscht in dem Sinne. Aber es kann sein, dass ich den schon mal woanders geshoppt habe. Daher gibt es diese Überschneidung. So, weiter, Tür 5. So, Stickits. Auch eine praktische Geschichte, aber ich muss sagen, bis jetzt habe ich noch nie solche verwendet und ich habe keine Erfahrung damit. Also bestimmt ist es ein ganz praktisches Produkt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, darüber freue ich mich jetzt nicht so ganz dolle. So, gehen wir weiter einfach zu Tür Nummer 6. Und ich habe drinnen einen My Favorite Dicks Stempelset. Der ist von der Bibi Kollektion. Mehr dazu kann ich nicht sagen. Also das Stempelset heißt Cool Day. Ist okay, ne? Also MFT mag ich sehr. In dem Sinne ist es mein Wunsch erfüllt. Und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, das Stempelset. Ist aber ich weiß ja nicht, was genau ich damit jetzt machen werde, ob der direkt irgendwie zur Verwendung kommt. Finde ich das Motiv wirklich niedlich, aber naja. Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ganz zufrieden damit. Also diese Squares, Stickets, naja. Aber der 6. hat es wieder ein wenig besser gemacht. Gehen wir einfach mal zu meinem Türchen Nummer 7. Und drin habe ich Embossing Powder von Lindsay's Stamp Gang. Die Farbe. Adobe Fire. Muss ich mal testen. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. So, Embossing-Pulver. Gehen wir zu meiner Tür Nummer 8. In meiner Tür Nummer 8 befindet sich eine kleine Enttäuschung meinerseits, weil ich hatte nirgendwo aufgeschrieben, dass ich Marianne Design-Fan in dem Sinne bin. Mit diesem Stanzenset kann ich erstmal nicht so viel anfangen. Gehen wir einfach mal weiter zu meinem nächsten Tür. Ich glaube, das ist die 9. Und das war die 6, wegen der Platzierung der jeweiligen Sterne. Daher gehen wir mal einfach mal in dieses Türchen mal rein und gucken, was es drin gab. Und es gibt diese eine Embellishment Mousse Paste von Nouveau. Embellishment Mousse Pasten habe ich bis jetzt keine verwendet. Von daher kann ich euch auch gar nicht momentan berichten, wie das verwendet wird oder was man damit macht. Also das ist ein Mixmedia-Produkt. Muss ich einfach mal testen. Die Farbe, was ich hier habe, ist Mousse Persian Red. Ne? Und eben was die Farbe angeht, bin ich ja eben ein wenig enttäuscht, weil
ja, ich zeige euch einfach mal den restlichen Inhalt der meiner Türchen und dann versuche ich nochmal drauf zu kommen, wenn ich natürlich nicht vergesse. Aber merkt euch, dass es auf jeden Fall red, ne? Also rot. So, das ist meine Türchen Nummer 9 gewesen. Gehen wir mal zu der nächsten Nummer, die Nummer 10. In meiner Nummer 10 gibt es ein Stanzeset von Sissi Design. Das sind Babyartikel, ne, also eine Schleife, eine Babyflasche, ein Lätzchen und so weiter. Also auch zumindest in dem Sinne Volltreffer, was die Marke angeht. Aber ob ich jetzt genau, was ich damit mache, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil solche Stanzteile habe ich bis jetzt auch noch keine, also mit solchen habe ich bis jetzt noch gar nichts gewerkelt, so dass man die dann mehr oder weniger kolorieren sollte. Ne? Das sind so wie diese Stanzschablonen von Tim Holtz oder von Ranger, die er selbst dann in diese Colorize Serie hat, wo man die dann selbst koloriert und verfärbt und so weiter. Kann ich mir vorstellen, aber noch keine bis jetzt solche verwendet, kann ich nichts so Großartiges dazu berichten. Nummer 11. So, in meiner Nummer 11 gab es diese eine Stencil-Schablone. Also mit diesen Kronen finde ich schön, aber so eine ähnliche habe ich schon von Alexandra Renke, wenn ich mich nicht irre. Aber gut, Kreativbund kann ja nicht wissen, was ich von Alexandra Renke habe oder nicht. So, gehen wir weiter einfach mal zu meinem nächsten Türchen, die Nummer 12. Und hier vom Randtasten her hatte ich direkt erkannt, das ist auf jeden Fall ein Stampin' Bella Set. Und hier habe ich mich ganz, ganz doll schon gefreut. Und als ich das Päckchen, also die Türchen aufgemacht habe, habe ich dieses Stempelset entdeckt. Also grundsätzlich, cool in dem Sinne, Stamping Bella, bin ich großer Fan, aber jetzt Sprüche, ne? Was soll ich sagen? Ich habe gesehen, in der Kreativbund-Gruppe haben viele auch Stamping Bella drin gehabt und ich habe einfach, würde ich mal sagen, ein bisschen Pech, was mich persönlich angeht in dem Sinne, weil ich hätte mich gefreut, wenn ich irgendeine Oddball-Stempelset kriege und nicht einfach die Sentiments-Sprüche, weil, die sind zwar gut, kann man gut verwenden, aber ich koloriere halt gern, ne? Und damit kann ich erstmal nicht so viel anfangen. Ich bin daher ein wenig enttäuscht im Vergleich einfach zu den anderen Kreativbund Adventskalender, was andere bekommen haben. Also was auch konkret das Stamping Bella angeht. Entschuldige bitte. So, ich habe eigentlich irgendwo auch noch einen weiteren Stempelset von Stamping Bella bekommen, aber dazu kommen wir gleich. So, Tür Nummer 13. Bei mir. So, ich habe dieses eine Sprühfläschchen drin gehabt. Die Firma kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Psst, oder was ist das? Höre ich zum ersten Mal. Hat so irgendeinen Schimmereffekt, weil Watercolor Spray Paint with Shimmering Glimmer and Mist Effekt. Also grundsätzlich hört sich gar nicht so schlecht an, aber mir geht es um die Farbe. Ja, hier, wo ist das? Also wir haben hier einmal Embellishment Mousse Paste in dieser roten Farbe. Dann habe ich hier einmal diese Schimmerpaste, auch in Rot. Also grundsätzlich ist das mehr oder weniger sozusagen auch abgestimmt, ja. Aber ich habe ich habe in meinem Fragebogen aufgeschrieben gehabt, ich mag bunte Farben und Pastellfarben, ne?
Und dann hatte ich auf jeden Fall aufgeschrieben gehabt, dass ich beispielsweise zum Beispiel alle die Stressoxidfarben habe, aber in den Oxidkissen. Und ich würde mich ganz, ganz viel freuen auf die auf jegliche Farbe von den Inks. Ich habe aber keine Inkfarbe bekommen oder kein Spray von Reja bekommen. Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt was Schlechtes ist. Also im Gegenteil, werde ich ausprobieren und bei Gelegenheit berichten, wie das Zeug ist. Nur ich hätte mich gefreut, wenn einfach die Farben ein wenig ein bisschen abgestimmter in dem Sinne werden, was ich aufgeschrieben habe in meinem Fragebogen. Weil ich habe nirgendwo aufgeschrieben, ich bin ein riesiger Fan von Rot. Ich bastle sehr selten eigentlich in Rot, außer jetzt zu Weihnachten. Ich bin da ein bisschen wählerisch, zu sehr wählerisch in dem Sinne wahrscheinlich. Nimmt es mir wirklich nicht böse. Ich teile einfach meine ehrliche Meinung, was mein Adventskalender angeht und was in meinem Adventskalender drin sich befindet, meine ich keinesfalls böse gegenüber Kreativbund, also keinesfalls oder sowas. Nur, wie gesagt, ich teile einfach meine ehrliche Meinung und Erfahrung mit meinem diesjährigen Adventskalender. Aber, wie gesagt, ich muss leider sagen, dass ich bis jetzt nicht so ganz happy damit bin und daher meine kleine Enttäuschung. Gehen wir einfach mal weiter zu den nächsten Türchen, Nummer 14. In meinem Nummer 14, so CC Design, eine Standschablone, was ich auch bei mehreren von euch und bei mehreren in der Kreativbund-Gruppe gesehen habe. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt der gleiche Einhornstanze ist, weil von dem sollte eins oder zwei oder sogar drei Stück geben. Aber ja, das ist auch wie diese eine Stanze hier in dieser Colorize-Ecke. Also entweder man koloriert die einzelnen Teile von der Standschablone, also mit Alkoholmarker oder mit Polychromos oder mit irgendeinem Medium, beliebigen Medium, oder man stanzt dann die jeweiligen Teilchen in unterschiedlichen Farben einzeln aus. Ich habe das bis jetzt noch nie gemacht. Ich habe keine Erfahrung damit. Daher, ja, wie ich auch hier zuvor schon gesagt habe, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Wenn ich Zeit habe, könnte ich das ausprobieren, dann berichte ich euch auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das habe ich auch schon bei mehreren von euch gesehen, dass ihr das drinnen auch hattet oder ähnliches. Aber ist jetzt keine so mega wow Stanze, worüber ich mich freue. Türchen Nummer 15, also recht klein, kompakt, aber dennoch könnte es was Schönes drinne geben. Also die Größe sagt ja nicht so viel über den Inhalt, also kleines Päckchen kann ja auch große Freude bereiten. Aber, so, ich habe diese eine Lama-Stempelset von Sunny Studios bekommen. Bis jetzt habe ich keine Sunny Studio Stempelsets gehabt. Das ist mein erstes und überhaupt meine erste Lama. Was soll ich dazu sagen? Ich hatte das sicher nicht auf meinem Fragebogen aufgeschrieben. Deswegen wundert mich, dass ich überhaupt sowas bekommen habe. Übrigens, letztes Jahr war ich sehr, sehr zufrieden von meinem Adventskalender. Daher wahrscheinlich auch dieses, vielleicht habe ich zu hohe Ansprüche gehabt, was der Adventskalender angeht, ich weiß es nicht, aber das ist jetzt nicht so etwas, worüber ich mich ganz, ganz tolle freue, also, na, ist okay, aber ist nicht so meins, weil einfach diese Motive finde ich süß, aber sind nicht so mein Welt. Wie gesagt, nehmt mir es nicht übel, ja, für eine Lama von Wim Systems übrigens würde ich mich mehr freuen, weil die irgendwie anders, anders designt ist. So richtig, richtig anders einfach. Hier ist die zu... Es ist einfach nicht mein Stil von süß. Aber ja, vielleicht irgendwann verbastle ich das oder ich gucke mal, was ich damit genau mache. Daher so ein bisschen diese Down-Stimmung in meiner Stimme, so wie ihr merkt, ist nicht so meine Sache.
So, gehen wir einfach mal weiter zu Türchen Nummer 16. In Türchen Nummer 16 habe ich zumindest einen Treffer von der Marke her. Eine Eisstandsschablone von MFT. Kann man gut gebrauchen im Sommer. Also, gut, willkommen. Habe ich noch nicht gehabt. So, Türchen Nummer 17. In Türchen Nummer 17 bei mir gibt es einen weiteren Stencil, also der andere Stencil mit den Kronen ist auch von EcoPark, dieses hier auch, Blümchen, ja, also aus der Kollektion Baby Girl, ja, was soll ich sagen, Stencil sind immer willkommen. Manche wiederholen sich, also so mit Blumen habe ich bis jetzt nur einen von JM Kreation, aber ja, ist okay, ist okay. So, Türchen Nummer 18 bei mir ist ein Stempel und hier haben wir CC Designs. Also dieses Stempel habe ich noch nicht. Das ist von der Osterkollektion vom Jahr 2021 von CC Designs. Ja, finde ich witzig. Sind cool, die Kleinen. Und wichtig ist in dem Sinne, dass ich das noch nicht habe. Von daher, gut. Also ich zwar jetzt nicht die Swissy, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue, weil, ja, also diese Motiven mag ich einfach mehr zu kolorieren als diese, weil die mir zu kindisch sind, ne? Also ich hoffe, ich kann euch mehr oder weniger erklären, was ich meine. Ihr könnt mich verstehen, aber so, ja, ihr seht schon, der Designer, der dahinter steckt, ist einfach ein anderer wahrscheinlich und der hat einfach seinen eigenen Stil für die Sachen und auf die Kleinen stehe ich jetzt nicht so sehr, ne? CC Design ist auch nicht CC Design immer, genauso wie MFT, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ihr habt es verstanden wahrscheinlich, was ich versuche euch zu sagen. Türchen Nummer 19. In Türchen Nummer 19 gibt es diese Aqua Shimmer Glitter Gloss Stifte von Nouveau. Ich muss sagen, ja, bisschen seltsam, aber genau die gleichen Stifte habe ich letztes Jahr in meinem vorherigen Adventskalender gehabt. Von daher eine Wiederholung. Ja, genau. Also die zwei habe ich schon. Das sind in übrigens in die Farbe ist Silber, steht ja auch hier Silber. Ja, ich kenne die, ich habe die schon verwendet, die sind nicht schlecht, die sind gut, aber ich habe noch vom letzten Jahr, also ich bin überhaupt nicht fertig geworden mit dem einen Stift, die werden so immer doppelt geliefert. Letztes Jahr waren die auch so doppelt in einem Doppelpack und in diesem Jahr sind es auch so gewesen. Aber wie gesagt, Wiederholung bei mir. So. Päckchen oder Türchen Nummer 20. So, eine Sache möchte ich hierzu kurz sagen. Und zwar, in meinem Fragebogen habe ich auf jeden Fall geschrieben gehabt, dass ich kein Papier haben möchte, kein Designpapier. Dennoch habe ich eins bekommen. Ich muss sagen, aber zumindest wurde hier meine Lieblingsfarbkombination eingehalten, weil ich ja gesagt oder geschrieben hatte, besser gesagt, in meinem Fragebogen, dass ich auf bunte Pastellfarben stehe, wenn man das so sagt, ne? Und hier wurde das zumindest eingehalten. Das ist Longfond-Papier. Ist auf jeden Fall qualitatives Papier. Nur, ja, entgegen meinem Wunsch oder meiner Aufforderung, meine Bitte oder meine Befüllung des Fragebogens, ja, habe ich jetzt Papier, obwohl ich extra geschrieben hatte, bitte kein Papier und kein Designpapier. Naja, so ist es halt. Das Leben ist kein Wunschkonzert, man kann ja nicht alles haben.
Also das ist, wie gesagt, kein Meckern, kein Urteil gegen Kreativbund oder gegen den Adventskalender-Aktion. Das ist wirklich, liebe Leute, nur meine ehrliche Meinung zu meinem Adventskalender und zu, besser gesagt, zum Inhalt von meinem Adventskalender für dieses Jahr. So, und ich meine dazu nur, dass ich mir nächstes Jahr ganz gut überlegen werde, ob ich mir noch eins zulege oder eher nicht. Und hier in diesem Video teile ich wirklich nur meine Erfahrung damit. Das ist kein, kein Appell oder, ja, wie soll ich sagen, keine Verschwörung in dem Sinne gegen diese Aktion. Bitte versteht mich nicht falsch. So. Türchen Nummer 21. Und zwar, hier hatte ich auch schon mal so ein bisschen rangetastet und gespürt, ob das jetzt ein Stempel ist oder eine Stanze. Und mein Bauchgefühl und mein Fingerspitzen hatten mir verraten, das ist ein Stamping Bella Stempel. War das auch. Aber, ja, ein Gnome. So. Ja, eine Gnome. Und eben hier kommen wir nochmal an den Punkt, wenn ich die Inhalte von euren Adventskalender mir anschaue in der Gruppe und dann mein Inhalt, ja, dann denke ich mir, ja, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich wieder einfach Pech gehabt, weil ich habe etwas von Stamping Bella bekommen, was jetzt nicht so gerade bei mir mega Freude hervorruft, aber so ist es halt. Ja, so. Gehen wir einfach mal zu Türchen Nummer 22. Türchen 22 vom Randtasten hier habe ich schon erraten, dass es auch eine Embossing-Folder ist. Ist es auch eine. Das ist ein Embossing-Folder auch von EcoPack, wie die Stencils. Ja, in Format A2, mehr kann ich aber dazu nicht sagen, außer dass es hier ganz viele Dots hat und ist halt eine Embossing-Folder. So, Türchen 23 und dann sind wir fast fertig. Also, ja, Türchen Nummer 23. So vom Feeling her war schon klar, dass es so ein Fläschchen wie das hier sein wird. Ist es auch. So, also es ist auch so eine Sprühflasche von derselben Firma wie das hier. Und ja, eben kommen wir zu der Sache nochmal, was die Farbe angeht. Die Farbe heißt Peach oder Pfirsich. Geht auch eher in diese rot-orange Ecke, was auch hier diese Red Persian Rot oder ja, was auch immer das war, Embellishment Mousse passte. Und ja, also die zwei Farben sind mir sehr, sehr ähnlich. Also das ist eher rot, das ist orange. Und mir ist schon klar, dass man jetzt nicht eine ganze Farbpalette in einem Adventskalender reinstecken kann. Aber ja, okay, Orange und Rot habe ich sicher nicht aufgeschrieben, dass das meine Lieblingsfarben sind oder sowas. Naja, lassen wir es einfach gut sein und gehen wir zu dem Türchen Nummer 24. So, Türchen Nummer 24 und hier hatte ich meine letzte Hoffnung, so dass ich wieder etwas Schönes drin habe, was mir ein kleines Lächeln im Gesicht zaubert. Und ich habe in meinem letzten Türchen ein My Favorite Things Stempel Set bekommen. Das ist auch von der Designerin Bibi mit den Initialen Bibi und es heißt Merry Christmas. Und ich muss sagen, dieses Stempelset wollte ich schon, ja, seitdem ich es gesehen habe, wollte ich schon immer haben. Und das entspricht auf jeden Fall meinen Bastelwünsche und Ansprüche und ja, und alles. Und darüber habe ich mich dann wieder gefreut und somit war das auch endlich fertig, also dieses große Öffnen. Ja, was soll ich sagen? Also klein, Kurzfassung, ja, so wie ihr seht, meine Freude ist jetzt nicht so mega, wie würde ich mal sagen, auch am Anfang, wie es auch in der Realität war.
ist, wie gesagt, ich wiederhole mich wahrscheinlich jetzt zum dritten, vierten Mal, aber so eine große Freude war das in dem Sinne leider nicht, weil wenn man den Preis jetzt am Ende vergleicht mit dem jeweiligen Inhalt oder mit der Freude, die einem das Öffnen von den jeweiligen Türchen im Endeffekt bereitet hat, vergleicht, dann ist das nicht im Ausgleich oder im Einklang bei mir gewesen. Aber das ist der Fall bei mir. So, bei euch allen würde ich mich freuen, wenn das der Fall ist, so dass eure Wünsche damit erfüllt waren und ihr seid wirklich happy mit euren Sachen. Würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eure Erfahrung kurz mitteilt. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ja, übrigens, wenn euch irgendwie etwas hier von meinen Sachen gefallen hat, so dass ihr Interesse hättet an einem kleinen Tausch, können wir das gern machen. Schreibt mir das auch einfach unten in den Kommentaren unter diesem Video. Wir können uns dann einfach mal austauschen und was überlegen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für eure Zeit, dass ihr rübergeschaut habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit euren Familien, schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören sollten. Bleibt gesund und liebe und kreative Grüße, eure Melli. Ciao, ciao!